Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Trials Fusion mit mir, der Mushroom, hier bei uns auf dem Pixeln-Kanal. Und wie ihr seht, bin ich mal wieder allein unterwegs. Das heißt, es wird eine kleine Frage-Antwort-Runde. Ich habe ja noch ein paar Fragen übrig von der letzten Folge, die ich noch beantworten möchte. Und wir schauen uns dabei natürlich ein paar extreme Strecken an. Und heute ist mal Kool-Aid dran. Bin mal gespannt, wie die so ist. Ein paar Fragen haben sich ja wiederholt, sie waren so relativ gleich, wie kamen auch Nicknames zustande oder was war die Motivation für den Kanal, also wann haben wir den gegründet? Strecke wird da runtergeladen? Wieso das? Alles klar, mach einfach mal. Warte, kann ich nicht auch hier machen? Ah, ja, geht doch. Die werde ich jetzt nicht mehr beantworten, die habe ich ja schon in der letzten Folge beantwortet. Hier kam eine Frage, in welchem Bundesland kam der Kanal zustande? In Baden-Württemberg. Wir kommen alle aus Baden-Württemberg. Und deshalb ist er hier entstanden. Okay, was ist jetzt hier für eine Scheiße hier? Oh shit, Mama. Ganz kurz, Leute. Nein. Nein, so nicht. Oh, zu viel. Ich merke schon, das ist eine richtig harte Strecke. Aber man darf nicht aufgeben, man muss einfach weitermachen. Und irgendwann klappt es, so wie jetzt. Sehr gut. Upsa. Mal ganz kurz gucken, was war noch so eine interessante Frage? Wie wäre es mit einem neuen Horror-Game als Thema? Oh ja. Da fällt mir jetzt auch direkt Call of Cthulhu ein, das im Herbst dieses Jahres erscheinen soll. Für den PC und ich glaube für die anderen Konsolen auch. Und wird so eine Art Horror-Adventure werden, wo man halt ein... Ja, ich fange mal ganz von vorne an. Diejenigen, die Call of Cthulhu nicht kennen, das ist ein Werk oder ein Universum von H.P. Lovecraft, einem Horrorautor aus den 1920er Jahren, der das Horrorgenre sehr geprägt hat mit seinen Geschichten und gerade mit diesen Cthulhu-Mythos da in die Welt gesetzt hat, mit Cthulhu und tausend anderen Viechern. Ein Vieh haben wir ja bei dem Livestream von South Park gesehen. Shub-Niggurath ist zum Beispiel auch einer der Monster, einer der alten Götter, so werden die genannt. Und es gab schon ein paar Spiele mit Call of Cthulhu. Ich glaube auch, es hieß Call of Cthulhu Dark Corner oder sowas, keine Ahnung. Ein sehr altes Spiel. Und jetzt soll halt ein neues rauskommen, das... wo man so eine Art Detektiv spielt. Das ist meistens so in den Geschichten, dass ein Detektiv die Hauptrolle spielt. Und man soll dort eine mysteriöse Morde untersuchen oder einen mysteriösen Mord oder ein Verschwinden von der Familie oder sowas in so einem riesigen Anwesen. Und dort drin spielt es. Und das Gruselige oder das Krasse an diesen Geschichten ist immer, dass dieses Unbekannte, dieses ewige Dunkel. Und dass der Mensch einfach unwichtig ist in diesem großen Universum. Ein Sandkorn der Geschichte. Und dadurch werden die Figuren, die da drin spielen und die sowas dann bemerken, die werden meistens wahnsinnig. Alter, was ist jetzt? Ich krieg das gerade nicht geschissen hier. Nein, Mann, so nicht. Das ist echt ein fieser Sprung, du. Nein. Oh, come on, ey. Das muss doch ein bisschen gescheiter gehen. Darauf freue ich mich sehr. Ich hoffe, das bringt so einen richtigen Cthulhu-Flair mit. Also jetzt nicht hier mit Knarren oder sowas. Ich glaube, das wird nicht da drin vorkommen. Oder sehr wenig. Weil du kannst meistens eh nichts gegen diese Viecher ausrichten. Ich hoffe, das wird einfach so ein geiler Story-Horror. Also eine geile Story, ein geiler
bedrückender Horror, Mann. Das wäre richtig geil. Weil zurzeit gibt es einfach keine geilen Horror-Games. Ich bin ja immer in Kontakt mit Pader und Lutz und Schnecki. Und wir schauen immer, dass wir vielleicht irgendein geiles Spiel finden, was wir wieder spielen können. So wie Dead by Daylight oder Freitag der 13. Oh, jawohl, komm, zieh hoch. Sehr schön. Weil die zwei Spiele, die sind langsam ausgelutscht, auf die haben wir keine Lust mehr. Es kam vor kurzem auch so ein ähnliches Game raus wie Dead by Daylight. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Aber weiß nicht, es sah irgendwie interessant aus, aber es war echt wie Dead by Daylight. Oh, verdammt. Da sollte noch so ein Spiel kommen, das ist irgendwie Last Year. Es ist dann so ähnlich wie Freitag der 13. und auch Dead by Daylight, auch wieder asymmetrisches Horror-Gameplay. Die einen spielen Überlebende, der andere spielt einen Killer und das spielt in so einer Highschool. Aber es hört sich alles so gleich an, wisst ihr, was ich meine? Gut, aber ja, so ein Multiplayer-Horror-Game ist, denke ich mal, auch etwas schwerer zu machen. Was willst du machen, was noch nicht da war? Ah, leck mich doch am Arsch. Gab ja schon quasi alles, ne? Schön. Hack dich ein. Oh, verdammt, hat er mit dem Kopf sich angehauen. Aber so ein Singleplayer-Horrorspiel, da freue ich mich auf Call of Cthulhu. Warte, noch eins. Ich habe den Namen vergessen. Es hatte auch so einen Flair. Das haben sie auf der E3 präsentiert, glaube ich. Hatte auch so einen Flair wie Call of Cthulhu, auch mit so komischen Monstern und so. Total crazy. Ich habe den Namen vergessen, aber es sah auch sehr, sehr gut aus. Von so einem kleinen Entwicklerstudio war das nur. Da muss ich mal... Werde ich auf jeden Fall dranbleiben, was das Spiel angeht. Und natürlich freue ich mich auf Resident Evil 2. Schön alter klassischer Horror von früher mit einer schönen Grafik. Ey, dieser Balken hier, dieser Klotz, der ist ja mega scheiße. Hey! Ach, kack jetzt, Mann. Oh, oh. Ja, so. Was war das? Was ist das denn hier? Gut. Aber jetzt fällt mir gerade keine anderen Spiele ein, die im Horror-Genre angesiedelt sind. Also so Spiele wie Last of Us 2 und Days Gone zähle ich jetzt mal nicht dazu. Obwohl die auch schon so leichte Horror-Elemente drin haben, aber sind ja keine Horror-Spiele per se. Oh shit! Oh schon! Ah. Schönes Ding! Oh, das ist aber ein Weitersprung. Boah, wie mies. Okay, pass auf, das müssen wir irgendwie auf einmal nehmen. Oh, Quatsch. Oder? Oh komm, ich hab ihn doch. Hey, der Kopf war doch weiter als die Ziellinie. Oh nein. Ah, damn. Ja, ich habe ihn mitgenommen. Ja, ich glaube, sehe ich jetzt als beantwortet, diese Frage. Da ist wieder eine, die hatten wir schon mal so. Ah, hier ist eine, schön. Welche Eigenschaften schätzt du an den anderen Pixelhelden? Oder was waren so die lustigsten Erlebnisse, die ihr erlebt habt? Ist eigentlich ziemlich leicht. Sobald wir uns eigentlich treffen und irgendeinen Quatsch machen, war es eigentlich immer sehr lustig. Was ich an denen schätze, ist einfach, das sind ehrliche Typen. Es sind ehrliche Jungs, die einem sagen, was sie denken. Ja, die einem die Wahrheit sagen. Und nicht irgendwie schönreden oder irgendeinen Quatsch. Nee, die sagen... Die sagen dir, was Sache ist, ja? Das schätze ich an denen. Die sind ehrlich.
und sehr lustig. Okay, jetzt haben wir schon wieder diese verdammte Extremstrecke geschafft. In 7 Minuten. Das ist doch Quatsch. Desert Clinic. Sollen wir die machen? Oh, was? Gallery? Sieht auch schön aus. Können wir machen die? Das sind witzige Typen. Die sind nicht auf den Kopf gefallen, sind gescheit im Kopf. Das mag ich an denen. Und sie teilen das gleiche Hobby wie ich auch. Sie mögen Videospiele, sie mögen Filme, sie mögen Serien. Die meisten von denen mögen auch Animes, außer Madden. Der ist jetzt nicht so der Anime-Typ. Was einfach völlig okay ist. Alter, come on. Nee, es geht nicht. Ich komm. Machst du mal deinen Kopf zur Seite, dann könnten wir auch da hochkommen. Oh, was war das denn für ein schöner Sprung? Warte. Aber unser ein lustiges Erlebnis mit den Kerlen. Da fällt mir spontan nicht viel ein, aber das nicht heißt, dass wir nicht viel erlebt haben oder lustige Sachen erlebt haben. Mir fallen aber diese Sachen nicht spontan ein. Nur kurz nachdenken. Ein paar Sachen haben wir ja schon erzählt, andere Geschichten. Oh! Ah nein, so nicht. Jedes Mal, wenn wir halt so, wenn wir diese Weihnachtsspecial drehen, also diese Neujahrs-Special-Geschichten, wo wir für das Jahr danken und so. Ihr habt ja auch die Outtakes gesehen, aber es ist immer so. Wir machen das eigentlich schon so lange, aber brauchen trotzdem so Ewigkeiten für so ein 3-Minuten-Video. Das ist doch so fies, diese Stelle hier. Nein. Fuck, zu viel. Nein. Ich komm da nicht hoch, Mann. Das ist echt scheiße. Weil ich es noch nicht so drauf habe. Ah. Auf den Kopf gefallen. Ich hoffe, keiner der Jungs sieht dieses Video. Das letzte Video haben ein paar angeschaut. Der Martin und der Pascal. Hat ihnen auf jeden Fall gefallen, aber trotzdem. Okay, wir machen. Oh, nein, die ist nicht. Boah. Oh, da fällt mir jetzt leider keine schöne Antwort drauf ein, aber eine schöne Frage ist auf jeden Fall. Trotzdem. Da ist eine Frage: Wann macht ihr wieder mal ein Pixelhelden-Treffen? Wie soll ich denn das verstehen? Also, wo wir dann solche Sachen aufnehmen oder wo wir es einfach so privat treffen oder. Was meinst du dann, Lutz? Ich gehe jetzt mal davon aus, du meinst einfach so, dass wir uns privat treffen, die Jungs und ich. Da treffen jetzt sich der Simon und der Fabian. Also ich und der Simon und Fabian. Der Esel nennt sich immer zuerst und so, gell? Wir treffen uns jetzt wieder am Sonntag für eine kleine Runde Pen and Paper. Pen and Paper Cthulhu. Wo ich den Spielmeister mache. Normalerweise ist es immer der Simon. Also wenn wir uns alle treffen, zu unserem geilen Abenteuer. Ich nenne es einfach mal geiles Abenteuer, weil es Simon macht. Weil wir das auch schon so jahrelang machen. Das ist das Abenteuer, was sich Simon überlegt hat. Und da treffen wir uns jetzt und machen halt Call of Cthulhu zu dritt. Weil ich das halt noch nicht so lange mache, übe ich halt eher mit den zwei noch ein bisschen so. Und sobald ich halt ein bisschen besser bin, sind die anderen auch dazu eingeladen, uns beizuwohnen. Okay, jetzt nur nicht versagen hier. Oh! Yes! Hat aber auch schon lange gedauert, du. Kacke! Und ich hoffe, wir treffen uns bald wieder alle zum anderen Pen & Paper-Spielen. Da spielen wir
mit dem Regelwerk Aporea, wo Simon der Spielleiter ist. Und der hat das halt verfeinert mit der Welt von Elder Scrolls, damit wir halt seinen gleichen Bezug dazu haben. Ja, da hat sich eine interessante Geschichte ausgedacht, die halt ewig lange geht, die man zu einem Spiel machen könnte, verdammt. Oder zu einem Film oder zu einer Serie. Und uns passieren da halt so dumme Sachen die ganze Zeit, weil es halt schön zufallbasiert ist mit den dummen Würfeln. Es ist immer so witzig, oder? Aber da vergeht auch die Zeit immer so krass. Wenn wir dann so ein Spiel spielen, da gehen wir nicht raus unter 4-5 Stunden. Und das können wir leider nicht so oft machen, da Simon nicht bei uns in der Nähe wohnt. Und wir immer darauf warten müssen, dass er eigentlich vorbeikommt. Nein, am letzten Hubbel. Ich bin doch drauf. Yes. Aber den versaue ich jetzt. Nein, noch nicht. Yes, baby. Woohoo. Oh, shit. Okay, das reicht nicht. Na, richtig dumm gehüpft da. Und ich hoffe, wir treffen uns auch bald alle wieder ein bisschen zum Filme schauen und so weiter. Ist immer geil. Ich hoffe, du meintest das auch mit der Frage. Oh Gott. Ah, Alter. Falsch draufgefahren. Nein! No, komm! Mann, hör auf, das... Alter, das ist abartig, wie das... Wie das Hinterrad einfach weggeht von der Wand. Du sollst aufhören zu hüpfen. Na, auch nicht gut. Na, das war nicht so geil. Ich drück doch gar nicht so stark nach vorne. Wenn überhaupt. Wupp. Oh, guck mal hier. Das TNT da drin. Na, das war jetzt easy. Das war easy. Was ist die nächste Frage? Magst du Pilze? Ja, schon. Am liebsten Champignons. Auch eine schöne Frage. Magst du Pilze? Rede über das neue Trials Rising. Der neue Teil von Trials, der nächstes Jahr rauskommen soll. Mit dem schönen Namen Rising. Wie Metal Gear Rising. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe halt nur, dass sie das im Menü ein bisschen besser überarbeitet haben. Dass man Strecken auswählen kann, auch wenn man bereits eine Party erstellt hat. Also in der Streckenzentrale. Und dieses Tandem-Bike, das, da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das so ist. Wenn ich das jetzt mit Pada spielen würde. Er sitzt bei sich zu Hause, ich sitze bei mir zu Hause und wir spielen das. Macht das der Ping da überhaupt mit? Falls wir... Keine Ahnung. Nicht, dass ich nach vorne drücke und er drückt dann auch nach hinten dabei oder so. Oh shit. Ja, da komme ich so nicht weiter. Da muss ich auf jeden Fall schon stehen dabei. Ich glaube, wir haben die Strecke gleich geschafft. Nicht so. Ja. Und es sah auch schön aus. Was man bis jetzt gesehen hat. Aber mehr kann ich halt dazu nicht sagen, weil ich noch nicht so viel darüber weiß. Automarken oder sowas.
von Forza Horizon 4? Kann ich dir leider nicht beantworten, da stellst du es dem Falschen die Frage. Was ist deine derzeitige Lieblingsautomarke und warum genau? Eigentlich auch nicht unbedingt die Frage an mich, aber ich habe trotzdem ein Lieblingsauto und zwar einen Ford Mustang. Einen 67er Ford Mustang. Weil ich finde, diese alten Muscle Cars sehen halt geil aus, Mann. Ganz egal, was für ein Motor jetzt drin ist oder sowas und wie viel der verbraucht und was auch immer. Mir geht es einfach darum, wie er halt aussieht. Und da finde ich Ford Mustang ein 67er saugeil. Und mit so einem werde ich dann bald fahren. Da freue ich mich drauf. Da habe ich einen gemietet. Und da kann den bald fahren. So. Oh, das ist mies hier. Ja! Hat gezählt. Sehr gut. Dankeschön. Und über Formel 1 kann ich leider auch nicht reden. Und das ist auch schon 2 Wochen her, was mir hier, hier geschrieben worden ist. Kann ich leider auch nicht beantworten. Tut mir leid. Tut mir leid. Also das waren jetzt alle Fragen, die ihr mir gestellt habt auf meine Bitte hin auf YouTube. Und da haben ein paar noch unter der letzten Folge auch kommentiert. Und da fand ich eine Frage auch sehr schön. Das war... die sieht nice aus eigentlich. Aber solche schweren Dinger, die hebe ich mir gerne auf für die Multiplayer-Geschichte mit den anderen. Deshalb suchen wir uns eine schöne neue Extrem-Map aus. Die Space. Space 13. Und zwar war die Frage, ich muss mal kurz mal raussuchen, dass ich euch falsch sage. Da ging es darum, wegen Urlaub. Wo ich am liebsten Urlaub machen möchte. Und da, das finde ich eine schöne Frage. So, da ist das Ding. Warte, ich starte gleich, ich suche nur schnell die Frage raus. Zack, zack, zack. Das war hier. So. Wo würdest du am liebsten in den Urlaub fahren und wo warst du schon in Urlaub? Finde ich sehr schön. Fangen wir mal mit dem an, wo ich schon überall war. Weil das ist schnell abgehandelt. Ich zähle mal meinen Geburtsort dann nicht mit. Da war ich in Spanien. Das war's. Also Urlaub, wirklich Urlaub machen, war ich nur in Spanien bis jetzt. Also Spanien-Festland war ich. Mehrmals. Sehr oft sogar mit meinen Eltern damals. Oh shit. Und dann später war ich auf den Kanaren, also auf Gran Canaria. War ich auch dann ein paar Mal. Aber nicht mit meinen Eltern, sondern mit meiner Freundin zusammen. Fand ich sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Außer der Strand, wo wir einmal waren, auf den Kanaren. Da muss man halt aufpassen, wo man genau hingeht, wegen dem Strand. Weil wir hatten da so einen Kiesstrand. Also das war kein schöner Sandstrand, sondern da war halt sehr viel Stein und Felsen. Das war nicht so geil. Das tut weh, das macht keinen Spaß, da zu liegen. Und was soll diese Kiste da oben eigentlich? Da mussten wir immer extra weit laufen, um zu einem geilen Sandstrand zu gehen. Aber das Problem war, der war auch immer so voll, weil halt alle dahin gegangen sind. Ich mag es nicht, wenn so viele Leute da sind. Weil da quetscht man sich immer so ein und das ist dann kein Urlaub, wisst ihr? Und da laufen halt so viele Idioten rum und verkaufen irgendwelche Hüte. Und da habe ich auch immer Panik dann, dass mir meine Sachen geklaut werden. Ja, ich weiß, man nimmt keine wertvollen Sachen mit zum Strand oder so, aber hey, irgendwas hast du immer dabei. Ob es jetzt deine Hotelzimmer... nee, es gibt mal ja ab. Aber wer weiß, vielleicht hast du das Handy mitgenommen oder was auch immer. Irgendwas hat man immer dabei. Alter, come on, er greift sich da nicht... Er muss sich da festhalten. Vielleicht wenn ich so weniger Gas gebe? Nein. Hm.
Sonst wäre ich leider halt nicht so, noch nicht so weit weg. Klar, mal irgendeine Städtereise oder so gemacht oder durch den Kanal mal nach London gekommen. Aber Leute, viel weiter weg war ich nie, ne? Ah, fangen wir mal an, wo ich gerne hin möchte. Da geht's los, ey. Ich würde gerne nach Griechenland gehen. Einmal. Halt! Ich war noch in Italien. In Rom, besser gesagt. Habe ich auch mal Urlaub gemacht. Fand ich auch sehr schön. So eine Städtereise. Dort das Kolosseum gesehen. Den Forum Romanum. Das Forum Romanum? Das Forum Romanum, oder? Ah, dieses Baum geht mir langsam so auf den Sack. Mann, ey! Das gibt's doch nicht. Machen wir es mal langsam. Dann haben wir das Pantheon gesehen, das Pantheon besucht und natürlich Vatikanstadt auch angeschaut. Auch sehr, sehr geil. Ey, was die Leute damals gebaut haben, es ist so krass. Das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Den Petersdom. Boah, als wir dort angekommen sind, beim Petersdom, da muss man halt sich anstellen, um halt reinzukommen. Weil die haben natürlich kontrolliert, wie halt an einem Flughafen. Mit so einem Metalldetektor und so weiter. Ey, wir standen, keine Ahnung, wie lange wir da... Stunde fast oder so. Bis wir reingehen konnten. Und es war halt eine ewig lange Schlange, Mann. Aber was da dann drin war, nicht schon beeindruckend. Sehr, also... Enorm, pompös. Also das war schon heftig. Mann, ey, ich komm da nicht hoch. Ah, mal sehen. Wenn ich das Bike hier irgendwie schon zurückziehe und dann nach vorne drücke. Ist es jetzt diese Stelle, die mich aufhält, oder was? Ja, also ich würde gern... Ah ne, was haben wir da noch? Ich erzähle noch kurz was zum Vatikanstadt. Wie gesagt, wir waren im Petersdom, haben den angeschaut, dann sind wir in diese Gruft gegangen, die es dort gab, wo man halt die Särge, die Gräber der alten Päpste anschauen konnte. Boah, Alter, da waren so alte Dinger dabei. Von Jahre 500 noch was oder so. Oder eine Tafel gesehen mit allen Päpsten, die es bisher gab. Enorm. Und hier ist immer noch kein Checkpoint. Nein. Nein. Wie unfair ist das denn? Kein Checkpoint hier oben. Wie habe ich das gemacht? Das Hinterrad ist immer irgendwo am Arsch der Welt. Ich krieg das Hinterrad nicht gescheit an die Wand. Und dann sind wir auch bis auf die Spitze vom Petersdom gelaufen. Dafür muss man extra Eintritt zahlen nochmal. Also der Petersdom an sich war kostenlos, da konnte jeder rein. Aber um dann nach oben zu gehen, auf die Kuppel, dafür muss man zahlen. Und da wurde auch noch gewarnt, wenn man da hochgehen möchte. Achtung, sehr viele Treppen. Es geht sehr weit nach oben. Und so war es auch. Oh, leck. Und es wurde eng. Und irgendwann war der Gang halt so leicht schräg, wo du schon so gelaufen bist, so an der Kuppel entlang. Extrem war das. Aber als wir dann oben waren, der Blick direkt auf den Platz. Auf den Petersplatz. Ah, göttlich, ey. Wie aus Filmen. Da waren wir aber auch fertig, als wir da oben waren und dann wieder runtergelaufen sind. Da gab es ja keinen Fahrstuhl oder so. Oder so Treppen, wo halt ein Geländer ein Seil war, was von oben runterhing.
Das war das Geländer. Komm schon, Junge! Es ist immer so schön am Anfang, wie er da hochgeht, aber... Und nach hinten! Leider hatten wir nicht noch mehr Zeit, um noch mehr Sachen anzuschauen. Ich hätte gern noch die Sixtinische Kapelle angeschaut. Dafür hatten wir keine Zeit mehr. Wir waren nur so ein knappes Wochenende oder ein bisschen längeres Wochenende da. Und haben schön gegessen immer. Oh, da haben wir in so eine kleine Restaurante. Wirklich klein für... Ich würde sagen, 20 Leute oder so ausgelegt. Bei so einer Seitenstraße bei uns im Hotel. Dort haben wir richtig feines Risotto gegessen. Mmh. Boah, war das lecker, ey. Das war die leckerste Risotto, die ich bisher gegessen habe. Oh. Konzentrier dich. Oh, fuck you. Konzentrier dich und flieg hin, Mann. Hab ich das schon wieder geschafft? Und sonst natürlich Pizza gegessen und eine schöne Spaghetti Carbonara auch am Pantheon. Oder in so einer Restaurante. Mm. Und da waren wir auch in der Eisdiele. Der Simon, der war auch schon mal dort. Vor etlichen Jahren, auch vor mir. Und er hat mir gesagt, ich soll zu einer Eisdiele gehen, wo sie halt wirklich so über 100 Eiskugelsorten haben. Keine Ahnung, vielleicht sogar mehr. Das war halt wirklich so eine Theke hier auf der Seite. Dann ging es da nochmal weiter. Und dann dort auch nochmal weiter. Also massig. Mega viel Eis. Da musstest du erstmal so durchlaufen und gucken. Hm, welche Eissorten haben die überhaupt? Und, oh, da haben wir ein leckeres Eis gegessen auch. Das Wetter war an sich immer top. Es hat vielleicht einmal so ein bisschen genieselt oder so. Aber das hat... Das war okay. War zu verkraften. Fuck you. Das klappt bei mir nicht. Na, ich überlege jetzt so ein bisschen Gas wegzunehmen, so beim Hubbel, dass er das Hinterrad muss da dran. An dieses Ding. Aber da es da leicht versetzt ist, es ist ja nicht direkt. Das läuft ja nicht direkt weiter, sondern leicht versetzt und leicht schräg nochmal. Kommst du da nicht so gut ran. Deswegen ist das Hinterrad immer in der Luft, wenn ich da hochfahre. Und da verliere ich Schwung. Seht ihr das? Aber eigentlich dürfte er gar nicht nach hinten fliegen. Ja, da hänge ich. Da kommst du nicht weiter. Okay. Also, so groß im Ganzen würde ich gerne nochmal nach Rom fahren. Einfach mal ein paar mehr Sachen anschauen. Wer macht so dieses Schloss vom italienischen König? Dem Ersten? Emanuel der Erste oder so? Haben wir so ein Schloss von ihm angeschaut? Da standen auch so zwei Wächter so davor. Bei diesem riesigen Kreisverkehr mitten im Hof. Ein riesiger Kreisverkehr, Alter, das war so groß. Komm schon, ey, ich will nur dieses eine Ding schaffen jetzt hier. Es wird langsam wahnsinnig. Nicht irgendwie mache ich gefühlt immer denselben Fehler, aber... Nach vorne gelehnt, da drauf fahren, ist auch kacke. Was? Nur was du ein bisschen da unten drunter warst? Kippst du einfach um? Okay, kommen wir mal zu den Orten, wo ich gerne hin möchte. Ich habe ja schon gesagt, ich würde gerne nach Griechenland. Da waren meine Eltern schon, da waren schon einige Bekannte von mir.
Und die sagen halt alle, es war geil. Und da möchte ich auch gerne hin, weil ich mag griechisches, das deutsche griechische Essen, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, das auch echte griechische Essen wird mir auch nicht, nicht schlecht tun, oder? Also, nicht abgeneigt wäre ich dagegen, ach, keine Ahnung. Da würde ich auch nicht nein sagen dazu. Und die Kultur finde ich geil, diese griechische Kultur. So ein paar Sachen dort anschauen. Das klappt nicht mit den 1000 Mal auf Bremse drücken dabei. Das funktioniert nicht. Ich würde auch gerne mal nach Japan fliegen. Ich glaube, da würden auch einige gerne hinfliegen wollen. Auch von meinen Bekannten. Meine Freundin eher nicht so. Aber ich glaube, wenn ich es da sagen würde, komm, jetzt gehen wir mal dahin, würde sie auch mitgehen. Aber es ist nicht so der Ort, wo sie jetzt den sie jetzt favorisieren würde. Aber ich würde da gerne hin, weil ich das Essen sehr, sehr mag. Ich finde die Kultur geil. Und einfach mal nach Japan. Einfach mal nach Japan. Dann wäre ich auch mal einer der größeren Leute dort. Oder auch nicht. Ich werde der Durchschnitt. Ja, ungefähr so. Ungefähr so. So, dass das Vorderrad am zweiten Teil der Strecke irgendwie aufkommt. Ah ja, natürlich. Das einfach mal hinfliegen. Ah! Ja, hör doch auf! Nein. Oh, was war das denn? Oh, irgendwie vielleicht so mit einem geilen Hüpfer oder so? Es wird irgendwie leider nichts, Leute. Noch 15 Minuten. Ich schaff diese Stelle nicht. Ich schaff sie nicht. Welche Länder würde ich noch gern besuchen? Ich würde gern in den skandinavischen Bereich mal hochgehen und dort mal Urlaub machen. Also mal Dänemark besuchen, Finnland, Schweden, Norwegen. Island wäre auch mal nice. Vielleicht irgendwie so mit so einer Art Kreuzfahrt oder so machen. Solche Sachen würden mich mal interessieren. So mal außerhalb von diesen nur in den Süden, zur Sonne, Strand und so, sondern auch mal sowas machen. Ab in die Kälte. Deswegen so einen Abenteuerurlaub starten. Deshalb würde ich auch gerne mal nach Alaska gehen und dort mal so eine Schlittenhundetour machen. Was kann man machen? Kostet, glaube ich, auch nicht so viel. Das war jetzt eigentlich ganz gut, was ich da gerade gemacht habe, aber... Mein Gott, es funktioniert einfach nicht. Oh, Mama. Einfach so. Oh. So. Jetzt cool. Ah, jetzt cool bleiben. Ja! Na endlich! Das werde ich auf jeden Fall irgendwann mal machen. So nach Alaska gehen und dort mit so ein paar Schlittenhunden so eine Tour machen. Weil was ich gelesen habe, da mietest du so diese Tour und dann fährst du mit deinen eigenen Hunden, also nicht deine eigenen Hunde, kriegst du halt Hunde gestellt natürlich, und dann fährst du mit denen halt so tagsüber so deine Strecke, immer so von, ich sag mal so von Hostel zu Hostel,
und übernachtest halt dort. Du musst dich natürlich auch um die Hunde kümmern am Abend und so. Alter, das ist geil, Mann. Das stelle ich mir so cool vor. Und wo ich dieses Jahr hinfliegen werde, wir fliegen dieses Jahr auf die Malediven. Machen dort mal Urlaub. Ja, mal guck dich das an. Was ist das hier, Mann? Oh, gar nicht so verkehrt. Oh, also nicht, natürlich. Ah, wie viel nehmen wir schon auf? 42 Minuten schon! Okay, das wird auf jeden Fall die letzte Strecke sein. Was sind so eure Lieblingsreiseorte, wo ihr gerne Urlaub machen würdet? Und wo wart ihr auch schon? Ich sag mal so, Geburtsland zähle ich jetzt nicht, außer ihr habt natürlich dann wieder Urlaub gemacht. Dann ja. Aber wenn du jetzt in der Türkei geboren bist, aber seitdem nicht mehr in der Türkei warst, zähle ich das nicht als Urlaubsort. Alter, No Man's Sky im Hintergrund, Mann. Nach Italien würde ich eigentlich auch mal wieder gern. Also jetzt nicht nach Rom unbedingt, wo ich auch gerne hin möchte, sondern auch dort an den Strand oder so. Und Kanada. Kanada würde ich auch gerne mal gehen. Ein Kumpel von mir geht jetzt dann bald nach Kanada. Für 3 Wochen. Und für mich ist Kanada so, jetzt bin ich böse gemeint, für mich ist Kanada so das nicht-assige Amerika. Wobei ich auch gerne nach Amerika mal möchte. So ist nicht, einfach mal dort so eine Tour machen. So ein Trip oder so. Alter, meine Versuche gehen gleich zunichte. Zieh das Bike doch nach hinten, Mann. Mann! Ich kann da nicht hoch, Leute. Mann, sieh doch das... zieh das Bike nicht nach hinten. Und wenn, dann... Das ist auf jeden Fall mal eine extreme Strecke, Mann. 10 Minuten noch. Also, ja, okay. Also nicht länger als 45 Minuten. 55 Minuten wird diese Folge gehen. Fast eine Stunde, Mann. Trials Fusion. Lecker. Ach, flieg doch hin, Mann. Ich glaube, ich verbrauche meine Versuche aber noch vorher schon. Mann! Direkt, wenn ich da drauf komme, muss ich eigentlich wieder nach hinten ziehen und wieder springen. Sorry, Leute, jetzt bin ich ein bisschen konzentriert. Manometer! Es gibt so Länder, die mich einfach urlaubstechnisch so gar nicht interessieren. Wie zum Beispiel Syrien. Blödes Beispiel, ich weiß. Oder China. Interessiert mich nicht. Muss ich jetzt nicht hin. Wüsste ich jetzt nicht, was ich dort haben wollen, sehen würde oder so. Zieht mich nicht hin. Oder Südkorea. Nee. Indien. Auch nicht. Muss ich hier nicht haben. Oh Mann, ey, komm. Es muss nur... Nur gescheit hoch. Damn it!
Ich wette, bei einigen von euch kribbeln schon die Finger. So, oh Gott, Arnold! Mach das mal jetzt richtig hier! Das kann doch nicht wahr sein. Du musst das und das machen, damit du da hochkommst. Verdammt, ich würde es gern machen, Mann. Glaub mir. Oh. So weit oben waren wir noch nie. Aber den Sprung da oben schaffe ich nicht. Ich habe das noch nicht so ganz irgendwie raus mit dem Gefühl beim Gas. Dass ich auf diesen Schrägen besser stehen bleiben kann. Ich glaube, wenn du das drauf hast, dann hast du wirklich schon sehr viel gewonnen. Fuck, ja! Ja! Ah, verdammt. Oh mein Gott. Oh, das war schön draufgekommen. Ich war nicht damit gerechnet. Oh Mann. Ah, dieses Hinterrad. Noch mehr Versuche. Ich dachte, das sind 350 nur. Wahrscheinlich sind es doch 500. Ich weiß, ich muss an dieser Stelle kurz bremsen. Dann knallt das Hinterrad wieder auf die Strecke. Aber weißt du, wer bremst, verliert. Oh, wieso? Und da hat das schon zu viel Schwung. Also er ist zu schnell, um das gescheit irgendwie abfangen zu können mit dem. Ja, wie soll ich das schaffen jetzt? Ah, guck, immer eine Höhe, Du Idiot, ey. Hör dich so nach hinten zu lehnen. Ich drück nach vorne. Dein ganzes Gewicht soll da vorne sein und nicht... Oh fuck, nur noch 5 Minuten! Scheiße! Ah, jetzt klappt's gerade gar nicht mehr. Ich merke schon beim Anfahren. Ah nee, das wird nix. Da, guck. Hä, wieso? Oh! Das will ja gar nicht klappen! Einfach die Versuche jetzt rausknallen, Mann, das ist... hat eh keinen Sinn mehr. Ah, komm. Ich hoffe, es hat euch so bis jetzt ganz gut gefallen, die Folge. Auch wenn diese Strecke jetzt echt zu viel war. Fuck you! Nein! Ich habe lang nicht mehr eine Strecke gehabt, die ich nicht geschafft habe. Verdammt, da... so ein bisschen fehlt. Guck, so... 10 cm. Wäre 10 cm weiter rechts gelandet. So, nein! Wieso machst du diesen Hüpfer? Oh
Was ist das für ein assiger weiter Sprung, Mann? Ja! Was willst denn du jetzt von mir? Scheiße, Mann, das schaffe ich nicht mehr von der Zeit her. Egal, ich bin froh, dass wir es soweit geschafft haben. Oh! Das ist der nächste Checkpoint da oben. Oh Mann. Das wird knapp. Schaffe ich es noch innerhalb 2 Minuten? Nein. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Damn it. Nicht hochgekommen, schade. Ja, egal. Auch wenn wir es jetzt nicht schaffen werden, Leute. Es war trotzdem eine geile Folge. Hoffentlich. Also es hat mich gefreut, dass ihr auf jeden Fall so viele Fragen gestellt habt. Dürft ihr immer wieder gerne tun. Gerade solche Geschichten wie Urlaub oder sowas. Vielleicht kommt irgendwie eine Erinnerung hoch, die in der schönen Geschichte verbunden ist. Mann, ey, bleib doch nicht da hängen. Komm schon, Zeit, bitte. Lass mir die Zeit noch. Damn it! Das ist scheiße hier. Nimm zu viel Zeit weg. Es wird nix. Ich komm nicht so weit nach hinten. Ja, komm, berühr den Felsen und stirb einfach. Nur noch 17 Sekunden, Leute, und dann beenden wir diese Folge. Nur noch 10. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, fuck you, ey. Nur wegen der Zeit, Mann. Ja, du mich auch. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir beenden jetzt hier diese Folge Trials Fusion. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.